Sie sehen das hier an den Banden, während die Zamboni ihre Runden dreht. FISU in großen Lettern. FISU, das ist der Dachverband, der Weltstudentensportverband, der sich hier eben um alles kümmert und auch die Universiaden ausrichtet. Es war ja auch ein Italiener, der die Universiaden und auch die FISU aus der Taufe gehoben hat. Primo Nebbiolo, der ist auch bei der Universiade 2013 posthum ausgezeichnet worden dafür. Also da hat er hier noch eine ganze Menge Arbeit. Und hier sind wir dann schon gleich im nächsten Part. Zamboni war wohl etwas schneller unterwegs, denn das war gerade aufgezeichnet. Das hier sind jetzt aber wieder Live-Bilder. Auf der Außenbahn Jessica Merkens aus den Niederlanden. Jessica Merkens, die ist in diesem Jahr bei den niederländischen Meisterschaften im Massenstart 16. gewesen. Gut, auch da ist von den Platzierungen noch ein bisschen Luft nach oben. Und sie hat es zu tun mit Elisaveta Reptugova aus Russland, die in diesem Jahr sogar noch vom Alter her an den russischen Juniorenmeisterschaften teilgenommen hat. War da Sechste im Mehrkampf, also im sogenannten kleinen Mehrkampf bei den Damen, bei dem Allround-Wettbewerb. Aber auch hier, das sind Vorleistungen. Okay, bei Jessica Merkens aus den Niederlanden 4,23. Das ist jetzt hier für diese Studenten-WM schon, sagen wir mal, oberes Mittelfeld von den Zeiten her. Daran können Sie dann auch so einigermaßen sehen, was, ja, was hier für Teilnehmer am Start sind. Wie gesagt, also in den Niederlanden ist es nicht immer so ganz einfach, Spitzensport und auch Studium miteinander zu verbinden. In Russland hat man das versucht, so ein bisschen vor ein paar Jahren auf andere Gleise zu stellen. Übrigens, die Russen nehmen solche Wettbewerbe immer sehr, sehr ernst. Das ist fast gleicher Stellenwert wie Olympische Spiele. Denn in Russland, da bestimmt man wirklich nicht nur die Quotenplätze, die man hat, also die man zum Beispiel auch bei Universiaden bekommt, sondern da nimmt man dann schon wirklich auch bekannte Leute mit aus verschiedenen Sportarten. Nur hier im Eisschnelllaufen. Da haben sie offensichtlich keine hellen Köpfe oder hell genug, die dann auch noch schnell genug sind, um es mal so auszudrücken. Hier über die 3000 Meter ist eine sehr, sehr bekannte, die Titelverteidigerin, die hier aber nicht am Start ist. Denn die weilt in Berlin. Martina Sablikova. Ich bin mir ganz, ganz sicher, Martina Sablikova, die ja nun auch im Radsport, sie hat sich qualifiziert für die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro als Straßenradsportlerin. Wenn Rio nicht da wäre und wenn die Mehrkampfweltmeisterschaften in Berlin an diesem Wochenende nicht auch noch stattfinden würden, die hätte sich hier zeigen lassen. Also da ist sie sich nicht so schade für. Die Weltmeisterin, die Expertin über die langen Distanzen, die wäre hier hingekommen, hätte gesagt, ich will meinen Titel verteidigen über diese 3000 Meter. Nur dummerweise, die WM in Berlin hat natürlich, klar, Vorrang dummerweise hier für die Organisatoren, weil Martina Sablikova, die hätte man hier schon mal gerne vorgezeigt. So, die Russin muss abreißen lassen. Jessica Merkens ist hier klar erst einmal Chefin im Ring von den Zeiten her. 36,6 bieten uns jetzt beide hier zu diesem Zeitpunkt an. Niederländerin, die jetzt auf die Innenbahn wechselt. Ja, die Niederlande, die, also man kooperiert so ein bisschen schon mit den Universitäten. Die Jonge Oranjes, das ist die Nachwuchsmannschaft, aus der man dann die Top-Athleten rekrutiert. Zuletzt sehr erfolgreich Antoinette de Jong, die da vor kurzem noch in dieser Mannschaft war. Und eben dieses Team, diese Auswahl kooperiert in den Niederlanden mit der Universität Amsterdam zusammen. Dabei geht es um die wissenschaftliche Entwicklung von Trainingseffizienz. So wird dann zum Beispiel auch die Nutzung von Sauerstoffmasken erkannt, wie viel Energie der Sportler da verbraucht. Und dabei gibt es dann auch so gewisse Leistungsentwicklungen, warum ein Sportler zum Beispiel im Bereich Geschwindigkeit innerhalb einer Saison Fortschritte erzielt. Das also diese Kooperation zwischen den Jonge Oranjes und der Universität in Amsterdam. Aber das sind dann nun mal halt zwei Paar Schuhe. Das eine, diese wissenschaftlichen Untersuchungen, die man da anstellt, und das andere, dann wirklich selbst Studentin oder Student zu sein
und auch gleich im Leistungssport unterwegs zu sein. Die beiden jetzt hier prima unterwegs. Die Niederländerin ist ein bisschen müde. Die Russin hat sich die Kräfte besser eingeteilt. Muss jetzt allerdings auf die Außenbahn gehen. So zieht sich die Niederländerin wieder ran. Das Glockenzeichen hatten Sie gehört. Die beiden jetzt hier auf ihrer letzten Geraden unterwegs. Enges Duell sah vorher so aus, als würde die Russin hier deutlich abgewatscht, hat sich aber wieder schön zurückgekämpft. 4:36:05. Die beste Zeit für den Augenblick Merkens vor Redbudgova aus Russland. Hartes Stück Arbeit. Und die Niederländerinnen haben noch zwei Möglichkeiten, gleich mit Willemijn Knossen und dann im letzten Paar, da sehen wir noch Anne-Marie Buhr. Und eben, weil es ja auch nur 12 Damen oder eigentlich 11 Damen so sind, bei 3 Medaillen, könnte was für die Niederlande hängen bleiben. Ja, jetzt gucken wir mal, was die polnischen Damen so drauf haben, nachdem die Herren vorhin bereits eine Bronzemedaille gewonnen haben. Auf der Innenbahn im roten Laufanzug Angelika Fudele, die da bei den polnischen Meisterschaften in diesem Winter Fünfte geworden ist über die 5000 Meter, also eine Spezialistin ist für die 3000 und 5000 Meter und sie läuft gegen Anna Pristalova. Nein, Entschuldigung, gegen Eliska Drimalova. Die Pristalova, die sehen wir dann gleich erst. Eliska Drimalova aus der Tschechischen Republik wird hier aber nicht annähernd in der Lage sein, das zu schaffen, was Martina Sablikova hier im, nicht hier, aber in Almaty im vergangenen Jahr bei den Studentenweltmeisterschaften gezeigt hat. Das ist übrigens die zweite der Mehrkampf-Gesamtwertung beim Junioren-Meeting in der vergangenen Woche. In Klobenstein, Kolalbo, die Eisbahn. Das sind also noch diese beiden Möglichkeiten, die es gibt. Kolalbo und dann eben hier Baselga di Pine. Das da in Turin, das gibt es leider nicht mehr. Schade, schade eigentlich. Das nochmal so zum Thema olympische Nachhaltigkeit. So, die Polin geht die ganze Geschichte hier sehr forsch an. Ist die deutlich in Führung. 33:1. Ja, das ist schon völlig in Ordnung. Das wird, wenn sie in Richtung Medaille spazieren will, sich dann eben auf diesen von mir vorhin so erwähnten 34er-Bereich eintändeln können. Ja, die Polen, bei denen ist in diesem Winter richtig Feuer unterm Dach. Die war ein bisschen verwöhnt in der Vergangenheit durch ihre Top-Leute mit Medaillen. Das, was bei den Studentenweltmeisterschaften im vergangenen Jahr funktionierte, funktioniert jetzt zweimal hintereinander bei den Einzelstreckenweltmeisterschaften überhaupt nicht mehr. Und das ist schon fast wie der Abgesang des Abendlandes. Alle rauswerfen, Trainer alle rauswerfen, Mannschaft rauswerfen. Also was da nicht alles in den Zeitungen stand. Man könnte es auch nur mal kleiner haben. Jetzt hat das nun mal 2 Jahre nicht funktioniert. Es gibt andere große Eisschnelllauf-Nationen, die gehen schon etwas länger durch das Tal der Tränen. Da müssen wir Deutschen uns einfach nur mal an die eigene Nase fassen. Das sah früher auch mal alles besser aus als aktuell, obwohl man da ja sich langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast wähnt. Deutsche Beteiligung übrigens hier leider auch Fehlanzeige. So, und Angelika Fudell, zweiter gut unterwegs, eben in diesem 34er-Bereich, jetzt sogar genau in der Mitte, 34:4 und das sollte sie am besten jetzt bis zum Ende halten, also so maximal in den unteren 35er-Bereich reinkommen, dann passt das eigentlich schon. Und dann machen wir uns mal ein großes, dickes Ausrufezeichen hinter der Angelika. Denn das könnte dann schon eine Medaille sein, die sehr, sehr wertvoll nach Edelmetall schnuppert. Ah, 34:7. Ah, die hat einen guten Rhythmus drauf. Muss sie einfach beibehalten. 34:7. Na, das wird so in den oberen 35er-Bereich gehen. Dann in der letzten Runde und dann ist die hier aber voll mit dabei. Die Tschechin hinten abgehangen, spielt keine Rolle mehr.
Aber was anders war hier auch nicht zu erwarten, vor allem in diesem direkten Duell, dass hier eben auch in der Tat eine Spezialistin für diese langen Distanzen, die 3000 und 5000 Meter. Und da sind wir eben in diesem oberen 37er Bereich angekommen. So, und da muss sie jetzt, wenn sie dann am Ende auf dem Treppchen stehen will, auch einen Schlussstrich ziehen. Das darf jetzt nicht weiter nach oben gehen, dann hat sie ein Problem. Noch natürlich im Vergleich zu den anderen Zeiten deutlich in Führung. Obwohl das natürlich schon gerade ein bisschen Unsinn war. Also diese Rundenzeit, ja, das war jetzt vielleicht auch ein Ausreißer nach oben. Gucken wir mal, was sie uns jetzt hier anbietet. 37,9. Das geht jetzt aber ein bisschen zu schnell nach oben. Ich habe vorhin noch von 35er Zeiten gesprochen. Kann sie nicht ganz halten. 37,7 war das davor. 37,9. Sie ist jetzt natürlich immer noch vorne. Da wird auch gleich die 1 auftauchen. Aber sie muss ja auch vorlegen. Vorlegen vor allem gegenüber Nana Takahashi aus Japan, die gleich noch kommen wird im vorletzten Duell. Und gegenüber der Teamkollegin Ursula Blodacik, die im letzten Paar auftaucht. Das sind die beiden, die sind durchaus in der Lage, hier diese Zeiten nochmal deutlich zu unterbieten. Sie geht jetzt hier erstmal, aber da 39,3 am Ende, das ist ganz schön satt gewesen. Führende Position, aber erst einmal geht hier in Führung. 4,31,52. Damit nochmal abgeklatscht. Noch ist nichts verloren. Also, wir haben auch vorhin bei Nancy gesehen, selbst die Top-Favoriten können hier mal ordentlich daneben lang. Hier schade, es hätte ein paar mehr Zuschauer geben dürfen. Wetter ist hier eigentlich ganz okay in Baselga di Pine. So dass es hier im Moment auch kein Problem gibt. Weder, dass es zu warm ist oder dass es dass hier Schneefall einsetzt, so dass auch alle die gleichen Bedingungen haben auf dieser Eisbahn. Und das Wind oder der Wind, der spielt hier sowieso keine Rolle. So, wir sind bereits bei Paar Nummer 4. Willemijn Knossen aus den Niederlanden auf der Innenbahn gegen Anna Pristalova aus Russland auf der Außenbahn. Willemijn Knossen, die läuft in den Niederlanden für kein Profiteam. Wie die anderen übrigens, andere Niederländer, die wir hier kennengelernt haben, auch nicht. Sie hat zum Beispiel vertritt die Region Nordholland-Utrecht. Und daher generieren auch dann die Niederländer aus den jeweiligen Regionen ihre Leute, ihren Nachwuchs. Also das ist erst einmal in Richtung Regionen aufgebaut und das zerteilt sich dann nachher, dass eben dieses System, da geht es dann in diesen Profibereich mit diesen privat geführten Mannschaften rein. Und Anna Pristalova, das ist eher eine Spezialistin für die 1500 Meter, ist da bei den russischen Meisterschaften zuletzt auch 13. Gewesen. Ich kann sie schlecht einschätzen, was sie über die 3000 Meter auf der Spule hat. Da muss ich mich dann jetzt selber auch mal überraschen lassen. Und das ist ja das Spannende auch gerade bei solchen Studentenweltmeisterschaften. Leider. Ist das immer noch so, gerade auch was so Ergebnisübermittlung und so anbelangt, sehr ausbaufähig, um es mal so auszudrücken. Anna Pristalova jetzt hier an der dritten Position, aber schon mit Rückstand, zumindest für den Augenblick gegenüber Angelika Fudele aus Polen, die aber, wie gesagt, auf den letzten zwei Runden da hat aber auch ordentlich was liegen lassen an Zeit. Die beiden laufen hier schön harmonisch miteinander. Das sehen Sie hier auch ganz klar. Auch mal den Unterschied in der Technik zwischen dem, was zum Beispiel diese beiden hier anbieten. Wobei mir Anna Pristalova aus Russland sogar noch ein bisschen besser gefällt. Also das ist so alte russische Schule. Die werden immer ganz hervorragend im technischen Bereich ausgebildet. Und dann jetzt auch mal im Vergleich zu der kleinen Julia Lollobrigida, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die hier schon eigentlich Probleme hatte, die Arme auch auf dem Rücken zu halten. Das sieht hier alles noch sehr sauber bei den beiden aus, auch wenn bei Pristalova jetzt ein bisschen der Oberkörper sehr eckig anfängt zu wackeln. Ja, verlieren jetzt noch weiter an Zeit, aber wir gucken mal später auf die letzten beiden Runden. Die werden sehr interessant sein. Pristalova kann sich jetzt deutlich von Knossen absetzen.
Übrigens, dieses System in Russland, über das ich vorhin eigentlich schon einmal gesprochen habe, man hat in Russland ungefähr 5000 Sportler so in diesem Niveau, das wir hier auch kennenlernen bei den Studentenweltmeisterschaften, die sich auf 131 verschiedene Hochschulen verteilen. Das sind meistens Sportstudenten. Das findet man mal ganz, ganz selten, dass man da irgendwie Studenten in Russland aus anderen Fachbereichen hat. Das sind wirklich alles entweder Sport- oder Sportwissenschaftsstudenten, dann meistens mit dem Ziel, am Ende ihrer Karriere ihrem jeweiligen Sport treu zu bleiben, dann irgendwo in Richtung Trainer, Betreuerstab innerhalb des russischen Verbands aufgenommen zu werden. Das ist dann so am Ende die Zielsetzung. Wie gesagt, ganz, ganz selten, dass man da auch mal was anderes, Fachfremdes jenseits des Sports findet. Ja, und Knossen kämpft sich hier erstaunlicherweise wieder zurück. Flache 36er Zeit. Pristalova verliert hier zusehends an Boden. Und sie kommen im Moment auch nicht deutlicher an Fudele ran. Aber auch nochmal gesagt, die hat am Ende eine 39er Zeit angeboten, die Polin. Und die beiden, die machen hier auch von ihrer Kraft her noch einen besseren Eindruck. So, und jetzt hat sich das Blatt hier aber sehr schnell gewandt. Also im Elitebereich, da sehen wir das ganz, ganz selten, dass das so extrem solche Ausschläge hat. Knossen vorhin eigentlich schon abgehangen. Jetzt auf der, mit der Möglichkeit, die Bestzeit einzustellen, wird sie auf jeden Fall schaffen. Denn wir haben ja vorhin gesehen, wie Fudele verloren hat, gerade in den letzten beiden Runden. Sie ist ja jetzt schon bis auf 8 Zehntel herangekommen. So groß schlägt das Pendel von den Zeiten hier bei diesen Studentenweltmeisterschaften. Die Russin, die ist jetzt blitzeblau, kann das Tempo 0,0 mitgehen. Und Knossen kommt vermutlich ran an die Zeit der Polin und geht damit dann erst einmal in Führung. Das war abzusehen, denn schon allein die letzte Runde 1,2 Sekunden schneller. Die Russin rettet sich noch mit einer Zeit über 40 Sekunden auf die dritte Stelle. Aber wir haben noch zwei Paarungen. Da ist sie Wackelkandidatin Nummer 1. Na, und bei Willemijn Knossen, die hat sich ihre Kräfte gut eingeteilt. Vielleicht am Anfang sogar ein bisschen zu konservativ. Könnte das wirklich was werden mit einer Medaille? 4:30:83. So, jetzt aber verteilt auf zwei Läufe. Hier die beiden Favoritinnen auf Gold und Silber. Nana Takahashi aus Japan. Sie sehen das auch an der Bestzeit, die sie hält. 4:12:50 hat es zu tun mit... Einmal durchatmen. Magdalena Szyszon, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Alle, die aus Polen kommen, werden sich jetzt sicherlich krummbiegen vor Lachen, dass ich diesen Namen nicht unfallfrei aussprechen kann. Mache ich nicht mit Absicht, ist auch ein bisschen kompliziert. So, die beiden also unterwegs. Nana Takahashi, hier die Favoritin auf die Goldmedaille. Die Japanerin, die schon im Juniorenbereich ordentlich zugelangt hat. Nicht nur zu Hause in Japan oder bei den Asienmeisterschaften im Juniorenbereich, sondern auch, und Sie sehen das hier auch gleich bei der Eingangszeit, 1:40 Vorsprung. Und die ist auch in der Lage, das mit ordentlichen Rundenzeiten hier bis zum Ende durchzuziehen. Nein, 2010 und 2011, da war sie auch bei den Juniorenweltmeisterschaften zweimal auf dem Treppchen. Da gab es jeweils die Silbermedaille eben in diesem, bei den Damen nennt man es, kleinen Mehrkampf. Also das ist eine Allrounderin. Und dann gucken wir uns hier mal diese ersten Rundenzeiten an. 32:02 auf dieser Bahn hier. Prima, da knackt schon die eine oder andere, die nicht zur Universität geht oder auf irgendeine andere Hochschule, aber im Weltcup im Eisschnelllauf prima unterwegs ist, wird sich da schon auf anderen Bahnen die Zähne ausbeißen. Nur mal so zum Vergleich bei den Allround-Europameisterschaften in Minsk, die wir Ihnen ebenfalls gezeigt haben, da hat es reihenweise Damen gegeben, die nicht in der Lage waren, über diese Distanz, über diese 3000 Meter anfangs 32er und 33er Zeiten anzubieten.
Und deswegen ist jetzt hier auch Nana Takahashi sowas von deutlich in Führung. 4,14 Sekunden. Auch wenn das im Moment bitter aussieht für die Polin, weil sie schon einen erheblichen Rückstand hat. Aber das ist ja jetzt im Vergleich zur Polin, ist die hier im Moment noch auf Medaillenkurs unterwegs. Ja, auch in Asien, besser gesagt, jetzt hier in diesem Fall in Japan, ist es nicht immer ganz so einfach, Student zu sein und Hochleistungssport zu absolvieren. Da kommt dann ja noch erschwerend hinzu, dass ja viele, viele Wintersport-Events, also wenn wir auch mal wildern gehen bei den anderen, bei den Alpinen, bei den nordischen Sportlern, bei den Biathleten, einfach viele Events, die in Europa stattfinden, da ist schon der Reisestress enorm groß. Das heißt, man müsste schon viele Bücher auch mitnehmen oder einiges an Lernmaterial unterwegs zur Verfügung haben. Alles nicht immer so ganz einfach zu realisieren. 35:0. Deutlicher Vorsprung, 5 Sekunden Vorsprung von Nana Takahashi. Die wird hier im Moment ihrer Favoritenrolle gerecht und läuft das Ganze hier auch sehr, sehr sauber. Und sehr, sehr vernünftig von der Polin, dass sie dieses irre Tempo der Japanerin erst nicht ansatzweise versucht hat mitzugehen. Nochmal zur Erinnerung, das vorletzte Paar sollte hier am Ende, sie ist ja immer noch auf Kurs, baut ihren Vorsprung weiter aus, 35:4, schöne Rundenzeiten. Also sollte sie hier am Ende die 1 sehen auf der Anzeigetafel, dann hat sie schon einmal eine Medaille sicher, die Nana Takahashi. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, hier über diese 3000 Meter bei den Frauen, Martina Sablikova, die Titelverteidigerin. Es hat 2 asiatische Medaillen gegeben, die spazierten dann aber das Silber und das Bronze nicht nach Japan im vergangenen Jahr, sondern nach Korea zu den beiden Kims, Kim Bo-reum und Do Jeong. Und hier haben wir Nana Takahashi. Die Medaille ist bombensicher. 6:42 Vorsprung. Aber was ist das am Ende wert? Das könnte schon in Richtung Goldmedaille gehen, auch wenn wir noch ein paar haben. Aber das ist hier schon eine saubere Leistung gewesen der Japanerin. Auch von den Rundenzeiten her sehr konstant, sehr stabil. Da wird sich Ursula Wodacik gleich im letzten Paar ordentlich die Zähne ausbeißen. Gucken wir mal, wo die Zeit stehen bleibt. Die Medaille ist schon mal eingetütet mit 4:24.16. 37:5 hat nochmal ein bisschen federn lassen, ist aber auch der Bahn geschuldet. Und die Polin ist raus aus den Medaillenrängen auf der 4. Position. Ja, und die hier, wenn wir dann nachher die Japanerin, also nicht heute, sondern dann bei späteren Events auch in der Teamverfolgung erleben, die Japanerin da ja immer allerbestens aufgestellt. Annemarie Buhr, nicht zu verwechseln mit Margot Buhr aus den Niederlanden, ist ja auch eher eine Sprinterin und diese Buhr hier ist eine Langstreckenspezialistin, hat es zu tun mit Ursula Wlodacik aus Polen. Annemarie Buhr, wir haben vorhin mal so ein bisschen über die Region gesprochen in den Niederlanden. Da natürlich Heerenveen, das Mekka des Eisschnelllaufs, ist übrigens auch Partnergemeinde hier von Baselga di Pine. Liegt in Friesland. Sie läuft hier für die Region Friesland, vertritt also auch die Farben nicht nur ihrer Universität, sondern auch ihrer Region. Und Ursula Wlodacik, das ist die 3. dieser polnischen Meisterschaften des Winters 2015-16 über die 5000 Meter. Also die kommt auch sicherlich gut klar mit diesen 3000 Metern. Letztes Paar. Beide sind erst einmal recht konservativ die ganze Geschichte angegangen. Und dann schauen wir mal, geht die Schere sehr weit, sehr deutlich auseinander zur Zeit der Japanerin. Oder können die beiden hier einigermaßen dranbleiben, beziehungsweise die Polin. Die Polin, die hier mit der zweitbesten Meldezeit angekommen ist. Ein Moment auf den Durchgangspositionen 4 und 5. Wlodacik mit einer tiefen 33er Zeit.
muss versuchen, so lange wie möglich dann eben jetzt auch in den Folgerunden im 34er-Bereich unterwegs zu sein. Dann sieht das eigentlich schon ganz erfolgsversprechend aus. Während dann jetzt Annemarie Buhr doch ein paar Meter verliert gegenüber der Niederländerin, selbst mit diesem Kurvenvorteil jetzt hier an dieser Stelle. Der Vorteil, wenn wenig Zuschauer da sind, ist, man kriegt hier alles mit, was die Trainer reinrufen. Annemarie Buhr, die 8. Zeit, Ursula Vlodacek muss nochmal eine Schippe zulegen jetzt. Die Niederländerin versucht, so lange wie möglich im Windschatten der Polin unterwegs zu sein, muss dann jetzt hier aber natürlich klar auf der Außenbahn abreißen lassen. In Polen, ja, da hat man nicht nur im Moment so ein bisschen die Knute medial im Knick, sondern es gibt noch anderen Ärger. In Warschau sollte eine Bahn gebaut werden oder eine Halle gebaut werden. Die wird auch gebaut. Die sollte man eigentlich zu den Mehrkampf-Europameisterschaften im kommenden Jahr auch einweihen. Das wird nichts, weil man da ein Problem mit der Dachkonstruktion hat. Und so fehlt den Polen auch immer noch eine vernünftige Trainingsmöglichkeit. Die sind das eigentlich in Zakopane gewöhnt mit so einer Outdoor-Bahn. Da trainieren einige, ist aber auch nicht immer so ganz einfach. Wir haben vor 2 Jahren zum Beispiel, hätten wir auch gerne ein Massenstart-Event bei den polnischen Meisterschaften gesehen. Der ist aber leider abgesagt worden, weil da so alles Mögliche bei dem Wind über die Bahn flog. Zeitungen, Milchtüten, war alles dabei gewesen. Und da hat man dann gesagt, aus Sicherheitsgründen brechen wir das Rennen dann ab oder haben es erst gar nicht gestartet. Und Vlodacek auf der 5. Zeit unterwegs. Na, sie wird sich das schon ausgerechnet haben, was sie braucht, um am Ende in die Medaillen reinzukommen. Ich bezweifle, dass sie an Takahashi herankommt. Aber da kann man mal sehen, die Stars in Polen haben ein bisschen Sand im Getriebe im Augenblick. Aber die Studentensportler, eine Medaille haben sie schon, könnten jetzt immer noch eine zweite Medaille nachlegen. Die Medaille ist noch nicht futsch. Das Gold ist weg. Das geht nach Japan. Aber in Richtung Medaille ist dann da doch noch was möglich. Und das hatten wir ja auch von vornherein so uns ausgerechnet. Eben auch als Duell. Jetzt ist es mehr als nur ein Duell geworden. Hier über diese 3000 Meter. Denn sie muss sich strecken. Da muss sie noch ein paar Damen hinter sich lassen. Gucken wir mal jetzt Rundenzeit. Sie robbt sich ran an die Medaillen. 36,2. Das muss sie jetzt versuchen zu halten. Jetzt die Zähne zusammenbeißen. Die Medaille ist in Reichweite. Und das merken die Trainer und Betreuer natürlich auch nochmal. Der wird auch nochmal angefeuert. Es kann die nächste polnische Medaille werden. Wenn das jetzt hier und sie läuft die letzte Kurve noch einmal sauber und mit Zug. So, und jetzt feuerfrei auf diesen letzten Metern und dann bleibt die Zeit stehen bei 4:29,66. Silbermedaille, nächste Medaille für die polnische Mannschaft und die Niederländerin Annemarie Buhr, die geht leer aus. Puh, da bin ich jetzt aber mal froh, dass nachdem mich der Nancy vorhin so erschreckt hat, hier zumindest mal die beiden Top-Damen genau in der Reihenfolge auch im Ziel gekommen sind mit Takahashi und Vlodacek, so wie das eigentlich auch von den Vorleistungen sein musste. Sonst hätte ich langsam angefangen zu zweifeln. Und jetzt bekommen wir das Ergebnis präsentiert. Also Takahashi, neue Studentenweltmeisterin, Flor vor Vlodacek und die Niederländer mit ihrer ersten Medaille durch Willemijn Knossen. Zeitabstände schon deutlich zur Japanerin nach vorne. Und auch hier, schönes Bild aus polnischer Sicht, die Plätze 2, 4, 5. Also mannschaftlich geschlossen, sehr, sehr stark. So, zweiter Event. Ich glaube, wir haben noch einen mit der Teamverfolgung. Kurze Pause. Follow the World University Championships. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.